Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Diskussionsrunde vom kalten zum heißen Krieg, die Ziele der USA. Mit mir im Studio hochkarätige Experten. Beginnen mit dem Bundestagsabgeordneten Carsten Hilse, AfD. Ja, schönen guten Abend. Weiterführend mit dem Bundestagsabgeordneten Robert Fahle, derzeit fraktionslos. Und der letzte in der Runde, last not least, Peter Priskill, Buchautor von dem Doppelband Der Kalte Krieg. Beginnen wir mit der Zeit des Kalten Krieges, Carsten Hilse. Damals in der DDR hat man euch gesagt, der Aggressor ist die NATO und die USA. Und in der BRD hat man gesagt, der Aggressor sind die Russen. Ich erinnere mich, die Grünen haben damals in ihrer Frühphase gesagt, beide sind der Aggressor. Hm. Was war Ihre Position damals und wie würden Sie es im Rückblick sehen? Ich glaube, ich persönlich hatte, ich meine, es war natürlich präsent. Ich war auch bei der Armee, ich war auch 3 Jahre, weil ich eigentlich danach studieren wollte und so weiter. Die meisten konnten nicht studieren, wenn sie nicht 3 Jahre bei der Armee gewesen sind. Es hat dann trotzdem nie geklappt, aber ist egal. Und dort wurde man natürlich getrimmt und in den ersten 3 Tagen ist mir bewusst geworden, weswegen ich eigentlich bei der Armee bin, ums Töten zu lernen. Und das war für mich natürlich ein totaler Kulturschock. Und dort hat man uns natürlich eingetrichtert, dass der Westen jederzeit quasi einen Angriff starten könnte und dass wir deswegen also sehr wachsam sein müssen. Also dieser Kalte Krieg war sehr präsent und es war auch präsent, dass wir jeden Tag, wir haben zwar vielleicht nicht jeden Tag dran gedacht, aber wir haben jeden Tag in dieser Angst gelebt, dass es wirklich zu einem großen Krieg kommen kann. Ja, Peter Priskill, Sie haben das genauer untersucht in Ihrem Doppelband. Was wollten die USA im Kalten Krieg? Ich zitiere da zunächst einen US-Politiker aus dem Jahr 1947, der ist auch in meinem Buch erwähnt. Wir müssen die Saat der Vernichtung in den Sowjetblock tragen. Also das war von vornherein die Ankündigung. 4 Jahrzehnte später ist diese Ankündigung Realität geworden. Die UdSSR ist tatsächlich auseinandergefallen, die Sowjetunion gab es nicht mehr. Die zentralen, also das heißt, es war von vornherein ein asymmetrischer Konflikt mit einem aggressiven Westblock und einem Osten, der aufgrund seiner technisch ererbten Rückständigkeit ständig nachhinkte, einen wesentlich größeren Teil seines Bruttosozialprodukts aufbringen musste, um standzuhalten. Das ist nur über wenige Jahre gelungen. Das hat man als Gleichgewicht des Schreckens bezeichnet. Letztendlich segensreiche Auswirkungen gehabt für die Welt. Dann aber hat der Westen tatsächlich der Westblock seine Mittel mobilisiert, um in Stellvertreterkriegen den Einfluss der Sowjetunion weltweit zurückzudrängen. Das nannten sie Rollback und dann die Sowjetunion zu umzingeln. Das hieß Containment, Eindämmung. Ich möchte daran erinnern, wenn ich sage Stellvertreterkriege, dann heißt es ein unendliches Leid, was über die Menschheit gebracht wurde. Allein der Koreakrieg und der Vietnamkrieg hat annähernd dieselbe Zahl von Menschenleben gekostet wie der Völkermord der Nazis an den europäischen Juden, ungefähr 6 Millionen Menschen. Das war offensichtlich die Sache wert. Zum Schluss war die Sowjetunion tatsächlich zurückgedrängt und man konnte zum großen letzten Schlag ausholen mit der Stationierung atomarer Angriffswaffen der Pershing II. In Westdeutschland. Robert Fahle, wir waren ja damals beide in der Linken, in der BRD aktiv. Wir haben die Friedensbewegung 80er Jahre mit unterstützt. Was Herr Priskill jetzt gesagt hat, geht ja eher in Richtung Todrüsten und Stellvertreterkriege Vietnam, Korea oder auch Angola führen. Wenn ich zurückblicke, hatte ich zumindest damals die Angst, dass es nicht nur um Todrüsten geht, sondern dass die NATO, die USA tatsächlich einen Atomkrieg vorhaben, einen Enthauptungsschlag mit den damaligen neuen Waffen, dem Pershing II. Würden Sie das im Rückblick sehen? Das kann ich noch sehr gut nachvollziehen. Damals gab es sogar eine Theorie, ich weiß jetzt nicht, wer das da erfunden hat, aber weil ich in der Friedensbewegung eben sehr aktiv war, wir haben Friedenscamps gemacht, wir haben mit der Kirche
zusammen Aktionen durchgeführt, auch vor Ort. Ich war auch immer viel mit Menschen unterwegs und wir haben darüber diskutiert. Und ich erinnere mich noch an diese Theorie, man muss dem Huhn den Kopf abhacken. Das war der Erstschlag symbolisiert und dann kann man den anderen zur Strecke bringen. Das war damals in der Friedensbewegung weit verbreitet. Das war die amerikanische Hypothese, die damals im Raum stand. Und wir hatten alle Angst davor, es darf nicht dazu kommen. Deswegen haben wir uns auch dann gegen diesen NATO-Doppelbeschluss gewandt, um eine Umkehr in Richtung Abrüstung zu erzwingen. Wir waren also gegen diese aggressive Strategie der NATO, wir waren gegen diese aggressiven Strategien gegen Russland damals schon auf der Straße und es gab die große Sorge damals in der Friedensbewegung, sonst wären auch nicht alle auf die Straße gegangen. Ich erinnere mich nur an die Demonstration im Hofgarten. Meiner Meinung nach waren 1 Million Menschen da und ich war mittendrin. Ich habe auch mit beigetragen dazu, dass viele hinmobilisiert wurden aus meinem Gebiet, wo ich damals schon tätig war. Und da muss ich sagen, das ist völlig richtig. Die Wahrnehmung ist so und ich glaube auch, dass die USA ihr eigentliches Ziel bis heute nicht aufgegeben haben. Jetzt kommen wir vielleicht in eine kleine Kontroverse rein, nämlich über die Frage, war auch die Sowjetunion damals imperialistisch? Also ich erinnere an Intervention Ungarn 56, Tschechoslowakei 68, Einmarsch in Afghanistan 79, Carsten Hilse, imperialistisch auch die Sowjetunion? Ja, also letztendlich, was wir gelernt haben in der Schule war ja gewesen, dass wir leben in der Phase des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Und es war auch Usus, dass man uns gesagt hat, okay, dieser Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus wird nicht friedlich vollzogen werden können. Es wird immer eine militärische Intervention geben, es wird immer eine Revolution geben, wie auch immer. Und für uns war das, man hat uns ja auch gesagt, okay, ja, wir sind keine Demokratie im Moment. Wir sind eine Diktatur des Proletariats und das muss aber sein, um die Konterrevolution, sozusagen die Konterrevolutionäre zurückzudrängen. Und deswegen war es für diejenigen und auch für die Propaganda war das vollkommen normal, dass man quasi Kriege führt, um letztendlich diesen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus zu vollziehen. Und deswegen war es für uns vollkommen normal, aber wir haben das eben nicht, wir haben einfach diesen Wortbegriff nicht verwendet, Imperialismus, aber für uns war das zumindest als Kind und als junger Jugendlicher, also als ich dann angefangen habe, selbst zu denken, so mit 15, 16, da schwante mir schon, okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber vorher war das eben vollkommen klar, dass das der normale Weg ist, den wir in den nächsten 50 bis 100 Jahren gehen, dass der Kapitalismus zurückgedrängt wird und dass überall quasi per Revolution dann sozialistische Verhältnisse eingeführt werden. Also da habe ich direkt auch eine kurze Anmerkung aus meiner Sicht. Meiner Meinung nach war es damals so, ich war ja, das war die Zeit auch, wo ich in der DKP war, das ist ja bekannt. Das war bis Ende in den 80er Jahren oder Anfang der 90er sogar. Meiner Meinung nach war das auch eine Reaktion, nicht im Sinne des Exports der Revolution. Das ist unter den Linken diskutiert worden. Export der Revolution, da würde das zutreffen, was der Kollege Hilse gerade gesagt hat. Aber diesen Export der Revolution, das haben wir zum Beispiel immer abgelehnt. Das haben wir nicht richtig gefunden. Das wäre ja das Imperialistische dabei. Wenn man die Revolution oder die linken Gesellschaften dadurch nach außen trägt, indem man andere Länder überfällt oder einbezieht. Das sind Abwehrreaktionen. Wenn der Westen in diese Länder reinkommt und sich dann Bewegungen bilden, die sich unabhängig machen. Ich kann mich nur erinnern, dass das dann von mir auch mit verteidigt worden ist, wenn dann gesagt wurde, nee, wir wollen nicht, dass ihr den Warschauer Vertrag unterwandert, aushebelt, zerstört und wir wollen diese Zerstückelung des Warschauer Vertrages nicht hinnehmen. Und dann haben wir damals, ich kann mich nur erinnern an die Sache in der Tschechoslowakei und so weiter, das haben wir öffentlich vertreten. Ich weiß noch, wie ich dafür angegangen worden bin, auf der Straße, auf Infoständen musste ich immer dazu diskutieren.
Heute würde ich das nicht mehr tun, weil man kann gegen den Willen der Menschen nicht durchsetzen, dass solch ein Sozialismus versucht wird zu erreichen, weil diese Art von Sozialismus, die den Menschen aufgezwungen wird, hat keine Zukunft, das hat keine Perspektive. Und das ist eine der Lebenserfahrungen, die man dann machen muss, da, wo man dann auch mal an der, auf der falschen Seite gestanden hat. Peter Briskel, gehen wir mal zu einem konkreten Beispiel. Afghanistan, die Sowjets sind mit Truppen reingegangen, haben das Land besetzt. 20 Jahre später sind die Amis reingegangen und haben das Land besetzt. Ist das gleichermaßen imperialistisch? Auf gar keinen Fall. Das war eine Defensivmaßnahme, wie jetzt der Krieg in der Ukraine, nachdem die NATO an die Westgrenze rangedrückt ist. Es war Plan der NATO, Plan der USA, von Afghanistan aus die muslimischen Süd-Sowjetrepubliken aus dem Staatsverband zu brechen, also auch eine aggressive Strategie. Ich möchte prinzipiell vorausschicken, dass die Sowjetunion durch Stalin sich schon sehr früh in den 20er Jahren von den ursprünglichen Zielen der Oktoberrevolution abgewendet hat, einen Sozialismus in einem Land verkündet hat, was unmöglich ist bei der imperialistischen Umzingelung. Und die ganze spätstalinistische Bürokratie hat gegenüber dem aggressiven Kurs des US-Imperialismus nur eine Losung gehabt, friedliche Koexistenz. Als könnte das Lamm friedlich mit dem Wolf zusammen und daneben leben. Und das war natürlich eine Illusion. Die USA haben immer gesagt, die Sowjetunion hat eine Möglichkeit, nämlich mit einem Winseln oder mit einem großen Knall unterzugehen. Und es war letztendlich das Winseln, die Kapitulation, als die Sowjetunion umzingelt war, totgerüstet war, nichts mehr dem entgegensetzen konnte. Von Imperialismus kann keine Rede sein, denn natürlich gehörte es zur Strategie des Westblocks, einzelne Länder rauszubrechen, wie Ungarn oder Tschechoslowakei. Und natürlich musste man sich dagegen verwahren. Das hätte ich auch gemacht an Putins Stelle oder an der Stelle der sowjetischen Regierung. Putin macht jetzt ja nichts anderes, als die Reste zusammenzuhalten und hat ganz sicher keine Eroberungsgelüste, wie ihm immer unterstellt wird. Es geht ihm einfach darum, dass der russisch-orthodoxe Teil der Ostukraine nicht von papsttreuen faschistischen Banden abgeschlachtet wird. Das ist das Ganze. Und ganz ähnlich war das auch mit Afghanistan. Es war einfach eine Notwehrmaßnahme, dass die, wie ich sagte, die südlichen Sowjetrepubliken nicht rausgebrochen werden. Gut, der Westen hat die Taliban aufgebaut, er hat sie mit modernsten Waffen ausgerüstet, wie jetzt die Ukraine auch. Und deswegen geht es das Treffen meines Erachtens in die letzte Runde. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gegenwärtig Zeitzeugen eines russischen Todeskampfes sind. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Wir hatten die letzten 30 Jahre hatten wir eine Serie von Angriffskriegen erlebt, die nicht als solche benannt wurden, weil sie von den USA geführt wurden. Der Irak wurde zweimal überfallen, etwa 2 bis 3 Millionen seiner Einwohner umgebracht. Jugoslawien wurde bombardiert mit deutscher Mithilfe unter Bruch der deutschen Verfassung, Artikel 26. Das Land ist jetzt atomar verseucht, weil DU-Geschosse eingesetzt wurden, also mit abgereichertem Uran. Die Krebsraten in Serbien gehen durch die Decke. Libyen wurde bombardiert. Und was sagte unsere Wahrheitspresse? Man kann den Angriffskrieg nicht definieren. Wer dieser Ansicht ist, über 30 Jahre Angriffskriege der USA, der soll jetzt in Bezug auf Russland und auf die Ukraine die Klappe halten. Wir kommen gleich zur aktuellen Situation, wie sie sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Vorher machen wir aber noch eine aktuelle Werbeeinblendung. Damals habe ich die Einmischung Russlands in Afghanistan, die hatte ich zunächst mit den Argumenten auch mit vertreten,
die Russen gebracht haben damals, dass es um die Rechte der Frauen ging in Afghanistan. Damals wurde diese Argumentation sehr breit getragen, dass es ein absolut rückschrittliches Land war und Russland helfen wollte, auch das Bildungsniveau in Afghanistan zu steigern. Und dass es um die Rechte der Frauen ging. Und dann, nachdem ich dem Druck dann nachgegeben habe und gesagt habe, okay, die mussten rausgehen, man kann das nicht aufzwingen einem Volk, den Fortschritt. Kann man einem Volk nicht aufzwingen, wenn die Menschen selber es nicht wollen, dann führt das nur zu Diktatur und zu Dingen, die nicht in Ordnung sind. Und was habe ich dann ein paar Jahre später erlebt? Mit den gleichen Gründen, wie Russland seine Einmischung in Afghanistan begründet hat, haben die Amerikaner ihren Schwenk, nachdem sie die Taliban aufgerüstet haben, also die groß gemacht haben damals, mit den gleichen Gründen haben sie ihren Einsatz in Afghanistan. Und da ist mir klar geworden, das sind die größten Lügner und Heuchler in der Geschichte, die überall rumlaufen. Die ganzen Argumente, die sie damals gebracht haben, waren falsch, erlogen, erstunken und sie machen genau das, was sie den anderen vorgeworfen haben. Im Kalten Krieg hatten wir an der Spitze der USA Nazi-ähnliche Typen wie Reagan oder Nixon und die Studenten 68 haben ja auch skandiert USA, SA, SS. Das waren tatsächlich im Grunde Rassisten, wie sie argumentiert haben, auch außenpolitisch, ja, die chinesischen rote Ameisen und so weiter. Ja. Das war sehr unangenehm. Und heute haben wir völlig anderes Personal. Da sind viele Frauen an der Spitze von Verteidigungsministerien. Dann hatten wir einen schwarzen Präsidenten, den Obama. Dann geht es immer um Gleichberechtigung für alle Geschlechter, Transsexuelle inklusive. Also die Frage ist, haben wir heute einen im Grunde anderen Imperialismus, einen woken Imperialismus, oder kehrt über die Zuspitzung der Ukraine, wo ja rund um Zelensky ganz offen in die Tradition des Nationalsozialismus sich gestellt wird, kommt die klassische Form des Faschismus zurück? Ich möchte vielleicht zu dem Begriff Woke etwas sagen. Man muss meines Erachtens sehr vorsichtig sein und sollte es vermeiden, unbedacht Begriffe der, ich sag mal, Feinsprache zu verwenden. Mit Feinsprache meine ich die Sprache der Massenbeeinflusser, der Massenlenker, der Massenmanipulierer, der sogenannten Spin-Doctors in den USA. Denn die verfolgen ja mit der Prägung solcher Begriffe bestimmte Absichten. Meines Erachtens besteht die Absicht darin, jeden Träger einer missliebigen Meinung, Oppositionelle, ob links oder rechts, an den Pranger zu stellen, zu sagen, den könnt ihr denunzieren, gegen die könnt ihr straflos Pogrome machen, das ist die Funktion. Deswegen kann ein Angriffskrieg nie oder Imperialismus nie woke sein, sondern er kann höchstens aus der Sicht der Aggressoren sinnvoll sein, weil er einen Schritt weiter zur Weltherrschaft bringt. Aus der Sicht der Angegriffenen ist es ein Verbrechen, weil an die Stelle des Völkerrechts das Recht des Stärkeren gesetzt wird, also die Gewalt. In diesem Zusammenhang noch eins, mir ist aufgefallen bei der rechten Opposition, wenn ich das so sagen darf, eine ganz furchtbare Verwirrung vorzufinden, dass nämlich Grüne und Sozialdemokraten, also die Partei des klassischen Verrats, die uns jetzt die Angriffswaffen wieder hier der Amerikaner ins Land schafft, als Linke zu bezeichnen, die sind so wenig links, wie sie Marsmenschen sind. Diese Ausführung möchte ich noch machen, dass links als politische Kategorie am Vorabend der Französischen Revolution auftaucht. Links saßen nämlich das Bürgertum als aufstrebende Schicht vom König. Rechts vom König saßen die bewahrenden Kräfte, so nenne ich sie mal, die Feudalität, das Mittelalter, Thron und Altar. Das ist links und rechts. Was die politische Gesellschaftsbildung angeht, war erstrebenswert Rousseau, der Gesellschaftsvertrag. Das heißt, gleiche stimmen über gemeinsame Anliegen ab. Das ist links. Aber nicht, wollen wir dem König gemeinsam in den Arsch kriechen. Und das macht ja die Bundesregierung, also kann sie nicht links sein. Sie sind ja nichts anderes als Ausführer fremder Befehle. Sie sind Vassallen. Das kann nie und nimmer links sein. Also ich verwende solchen Begriff wie Woke mit Sicherheit nicht, weil der Begriff tatsächlich nur der Manipulation dient. Er ist völlig unbestimmt und er hat einen wesentlichen Bestandteil, die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Woke heißt aufgewacht. Das ist das, was Leute, die sich links nennen,
fälschlicherweise, benutzen, um ihre Gegner mundtot zu machen. Sie sind ganz woke, sehr freundlich. Das ist, gehört zur Political Correctness. Was darf man nicht sagen? Aber was man nicht sagen darf, das bleibt dann auch im Ungewissen. Aber wenn man es dann doch sagt, was gegen den Mainstream ist, dann kriegt man richtig einen übergebraten von diesen Leuten. Und das erleben wir im Bundestag ja nun in jeder Sitzungsperiode. Da erleben wir das, dass wir Faschisten sind oder Nazis oder Rassenhasser oder sonst was oder wegen der Flüchtlingspolitik. Das ist ein Totschlagargument, das ist gar kein Argument. Also ihr wollt nicht woke sagen, aber der zweite Teil der Frage war ja, ist es jetzt, geht es Richtung Faschismus, wie sich die NATO-Staaten entwickeln mit der Ukraine zusammen? Naja, also ich will noch mal erinnern an die Corona-Zeit. Und dort war ja, dort haben ja die Abgeordneten letztendlich außer uns das Grundgesetz letztendlich mit Füßen getreten. Man hat ihnen so viel Angst eingejagt, dass jetzt alle sterben, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht die Versammlungsfreiheit einschränken, wenn wir nicht einschränken, dass die Leute draußen spazieren gehen dürfen. Das muss man sich mal, das haben viele schon vergessen. Man durfte nicht mal draußen teilweise auf die Bank sich setzen, um ein Buch zu lesen. Das muss man sich mal reinziehen. Und das ist für mich die Tür zum Faschismus aufgestoßen, die Tür zum Totalitarismus aufgestoßen. Und die sind, ich verwende diesen Begriff Vogue auch nicht. Und als ich diesen Begriff Vogue das erste Mal so gehört habe, oder als er mir dann mehrmals aufgetaucht hat, habe ich gesagt, Mensch, es hört sich irgendwie an wie erleuchtet. Und das hatten wir ja irgendwie schon mal. Ja, aufgewacht, erleuchtet. Das ist ja immer auch diese moralische Erhöhung, die man sozusagen für sich selber in Anspruch nimmt. Wir sind moralisch höher, wir sind aufgewacht. Ihr seid diejenigen, die noch schlafen, und wir sind diejenigen, die schon wissen, wo es lang zu gehen hat. Und ja, ich weiß es nicht, ob es Faschismus wird, aber das ist ja, also, sobald ich mit dem Begriff Faschismus irgendwo hantiere, gerade im Netz, wenn dann kluge Leute, vermeintlich kluge Leute, dann erzählen, ja, du weißt ja gar nicht, was Faschismus ist, und dann schicken sie mir irgendwelche Links hier von Wikipedia und so weiter und so fort. Und kaprizieren das dann letztendlich nur auf den Faschismus zum Beispiel in Italien oder den Faschismus in Deutschland. Das wäre dann echter Faschismus. Aber dass Faschismus letztendlich auch bestimmte Charaktereigenschaften hat, bestimmte Eigenschaften und so weiter, die man letztendlich nicht nur auf Deutschland und auf Italien des 20. Jahrhunderts draufpacken kann, sondern dass es wirklich Dinge gibt, die Faschismus einfach ausmachen. Und da sind wir zumindest in der Zeit der Corona-Politik desaströsen ziemlich nah dran gewesen. Also, ich wollte noch mal eine Gegenposition formulieren. In den 30er, 40er Jahren, was man da als faschistisch bezeichnet hat, bei aller Unterschiedlichkeit Italien, Deutschland, das waren auf jeden Fall Kräfte wie die NSDAP oder Mussolini, die sehr national argumentiert haben. Ja? Während diejenigen, die heute am Ruder sind, am deutlichsten die Grünen, argumentieren sehr antinational, antideutsch. Ja? Und das ist für mich ein Beweis dafür, dass der Faschismus nicht aus einer bestimmten Ideologie, Nationalismus oder Antinationalismus kommt, sondern der Faschismus ist, wie es die Kommunisten in den 30er Jahren meines Erachtens ganz richtig gesagt haben, die Aggregatform der aggressivsten Kräfte des Finanzkapitals. Und diese aggressiven Kräfte können unter die Maske schlüpfen oder auch unter die entgegengesetzte. Ja, und das, man kann den Begriff nicht loslösen, den Begriff Faschismus, das ist die Diktatur der aggressivsten Kräfte des Großkapitals. Um die Ziele der großen Konzerne durchzusetzen. Und wenn ich das mal jetzt anwende, zum Beispiel auf die Ukraine und was Selenskyj dort macht. Er hat seine Opposition im Land komplett verboten. Er hat die russische Sprache verbannt aus dem öffentlichen Sprachgebrauch. Er hat die Rentenzahlungen, nicht er, das war Poroschenko noch, für die Menschen in den Donbassgebieten einschränken lassen. Die Opposition hat überhaupt keine Möglichkeit, in der Ukraine sich noch zu Wort zu melden. Das ist für mich, Selenskyj ist damit in Kombination noch, dass er diese Waffen fordert. Am liebsten hätte der wahrscheinlich noch eine Flugzeugflotte,
Er fordert ja immer Kampfjets. Er will mit schweren Kampfpanzern gegen Russland gehen. Er hat jetzt sogar geächtete Waffen gefordert. Ja. Er hat geächtete Waffen gefordert. Phosphor und diese Streumunition, die weltweit geächtet ist, die will er haben für sich dort. Obwohl er es jetzt nicht mehr gesagt haben will. Es war aber noch in der letzten Woche. Das ist doch alles Ausdruck. Ich vergleiche diesen Mann ganz klar mit einem Adolf Hitler. Was hat denn der gemacht? Der hat doch alle Möglichkeiten genutzt, die bürgerliche Opposition, die anderen politischen Kräfte auszuschalten im Parlament. Das hat er gemacht. Und dann den großen Krieg zu starten. Und was hat er jetzt auch hingekriegt? Er hat die Bühne gekriegt in sämtlichen Parlamenten in der EU. Und die Amerikaner schaffen ihm diese Bühnen und stehen hinter ihm. Und er sagt, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Wir wollen die Russen da in die Knie zwingen. Wir wollen die nach draußen treiben aus der Ukraine. Das kann eine beliebige Eskalation hervorrufen. Das sogar so ähnlich führt dann zu ähnlichen Auswüchsen. Der Hitler hat ja noch ernsthaft in der ganzen Nazi-Propaganda damals vertreten, die Wunderwaffen, die da erfunden worden sind, dass man bis zum letzten mit dem Volkssturm vorgegangen. Das ist doch auch ganz typisch dieser Mann, der alle versucht, in seinen Krieg reinzuziehen und der die größte Gefahr für ganz Westeuropa, für uns in Europa ist. Und dem muss man jetzt in den Arm fahren. Das geht so nicht weiter. Ja. Also ich habe ein Zitat gelesen von einem ukrainischen Funktionsträger politischen, der sagte, bei uns gibt es keine Neonazis, wir haben nur was gegen Russen und Juden. Und ich meine, ja, da hat man ja den ganzen Adolf schon. Ich würde Faschismus mit dem Politologen Kühnel definieren als einen bürgerlichen Staat ohne bürgerlichen Rechte, mit der Ausnahme des Rechts auf Privateigentum. Das heißt, die Errichtung eines neuen Totalitarismus, da ist nicht nur Ukraine ganz weit vorne, sondern die Bundesrepublik auch mit der Abschaffung im Grunde genommen aller wesentlichen Grundrechte seit Willy Brandt, den Berufsverboten, das sollte man nicht vergessen. Das war der Dammbruch. Dann konnte man später auch den Artikel 26, kein Angriffskrieg von deutschem Boden, brechen und natürlich eine Politik machen, die auf den Gleisen fährt, die Hitler mal gebaut hat. Nur hat es bei ihm nicht geklappt. Das Ganze ohne Hakenkreuz. Aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Das Ziel ist dasselbe. Es war damals die Vernichtung der Sowjetunion, im Kalten Krieg ebenfalls. Jetzt ist es die Vernichtung Russlands. Und ich bin sicher, das ist ein Todeskampf, den wir jetzt sehen, weil Russland ist umzingelt wie die Sowjetunion, aber wesentlich schwächer. Es kann sich nicht mehr auf einen militärischen Pakt stützen, wie den Warschauer Pakt. Und seine Rüstungsausgaben sind gerade mal ein Zwanzigstel der NATO. Also es reicht ein Blick auf die Militärbudgets und auf die Landkarte, wie zu Beginn der 80er Jahre. Und eine Sache finde ich auch noch sehr gespenstisch. Anfang der 80er Jahre wurden Vernichtungswaffen, die Pershing II, in Westdeutschland stationiert. Das war die Totenglocke für die Sowjetunion. Dieses Jahr, und das vernimmt man kaum, ist im öffentlichen Bewusstsein nicht präsent, soll eine neue Generation amerikanischer Erstschlagswaffen stationiert werden. Und zwar die Dark Eagle, die Hyperschallraketen, die nicht abgefangen werden können aufgrund der unregelmäßigen Flugweise. Es gibt keine Vorwarnung, sie sind punktgenau, sie sind die Erstschlagswaffe, um die russische militärische und politische Führung mit einem Schlag zu liquidieren. Genau dieselbe Situation. Und jetzt frage ich, wie soll Russland das bewerkstelligen, was eine wesentlich stärkere Sowjetunion nicht zu leisten in der Lage war? Mit der Wortmeldung sind wir jetzt schon in die Aktualität gesprungen. Ich glaube, die Gefahr eines Dritten Weltkrieges, eines Atomkrieges, war noch nie so groß. Bevor wir das diskutieren, nochmal eine kleine Werbeeinblendung. Ja, wir haben in den 80er Jahren und auch in der Kuba-Krise 1962 standen wir ja schon mal am atomaren Abgrund. Beide Male wurde aber dann in letzter Sekunde sozusagen doch noch Frieden gemacht. Könnte das nicht heute
auch wieder so sein, dass zwar geschrien wird nach Angriffen auf Moskau und Petersburg, etwa von Zelensky, und der Westen das unterstützt, aber doch am Schluss die Vernunft sozusagen siegt. Was heißt Frieden gemacht? Was heißt Vernunft? Es kam nur deswegen nicht zum Atomkrieg, weil die Sowjetunion kapituliert hat. Und ich habe den finsteren Verdacht, dass sich viele tückischerweise darauf warten, dass das eben mit Russland genauso der Fall sein wird. Das setzten sich nicht irgendwelche friedenswilligen Kräfte im Westblock durch, sondern das war die Kapitulation, die das ermöglicht hat. Und in dieselbe Richtung drängt jetzt der Westblock wieder mit allem militärischen Nachdruck. Der Punkt ist der, droht der dritte Weltkrieg. Ja, wir sind schon drin, nur in der subatomaren Ebene. Aber die NATO führt Krieg mit allen konventionellen Mitteln auf dem Schlachtfeld Ukraine, das die Amerikaner seit dem Faschistenputsch von Maidan vorbereitet haben durch Waffenlieferungen. Aber da möchte ich einen kleinen Widerspruch anmelden. Ich teile nicht die Einschätzung, dass es der Todeskampf ist, der jetzt geführt wird von Russland, sondern ich bin der Auffassung, dass wir wirklich in einer neuen Epoche leben. Diesen Begriff Zeitenwende, der ist völlig inhaltslos, sowas verwende ich infantil. Nicht. Infantil. Aber es ist eine Epoche, in der sich durchsetzt, dass es immer mehr Zentren gibt, wo sich mittelgroße Staaten zusammenschließen, wo sich Giganten finden wie Indien, China, die auf die Weltbühne immer stärker treten und eine Rolle spielen. Und das ist der Übergang, wenn ich diese Epoche charakterisieren will, der Übergang von der unipolaren Welt, wo die USA allein bestimmt waren oder sich das angemaßt haben, jeden zu sanktionieren, der nicht das macht, was sie wollen und nach ihrer Pfeife tanzt, wo sie sich alles rausnehmen konnten, bis jetzt zum Beispiel unsere Nord Stream Pipelines zu sprengen und die ganze Energiebasis in Westeuropa zu vernichten, weil sie ihr Gas, ihr Öl absetzen wollen, für ihre imperialen Interessen das machen wollen. Aber diese Sanktionen greifen gar nicht mehr in dieser Art und Weise. Russland geht unbeirrt. Ich habe die Rede, die letzte Rede von Putin, habe ich mir im ganzen Wortlaut, ist bei Phoenix gebracht worden, habe ich mir genau angeguckt. Er hat zu allen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen konstruktive Überlegungen dargelegt. Ich habe auch in die Gesichter der Leute geguckt, die im Saal sitzen. Ich kann da sehr gut drin lesen. Er hat große Zustimmung dafür. Russland muss jetzt endlich wegkommen, nur Rohstofflieferant für andere sein zu wollen. Die müssen jetzt die Wissenschaft und Technik weiterentwickeln. Das Land hat riesige produktive Reserven und hat alle Fundamente, um eine positive Gesamtentwicklung einzuleiten. Und auch in den neuen Gebieten, wo sie jetzt auch sind, die werden sie nicht ausschlachten und besetzen. Und so wie das Russland damals Sowjetunion gemacht hat mit der DDR, wo man vieles weggeschafft hat, dann auch nach Russland. Nein, die werden die aufbauen. Es sind hunderte Schulen geplant, die sie neu bauen werden in diesen Gebieten. Sie werden den Unterricht neu konzipieren und sie bauen die Städte wieder auf in diesen Bereichen. Und das zeigt mir, dass Putin den entscheidenden Gedanken kapiert hat oder begriffen hat. Es geht jetzt auch nicht nur um die militärische Auseinandersetzung, sondern um die Frage, in welchem Land kann man auf Dauer besser leben will. Und der ist kein Sozialist, sondern er hat sich zur freien Marktwirtschaft bekannt, zum Unternehmertum, zum Mittelstand bekannt. Ich habe mir diese Rede sehr aufmerksam angeguckt. Ich glaube, dass hier etwas heranwächst, wovon der Westen eigentlich Angst hat. Die haben immer geglaubt, mit den Sanktionen machen sie die Russen platt, mit Militär zwingen sie auch in die, weil sie bessere Militärtechnik haben, zwingen sie auch in die Beine. Das wird auch schief laufen. Und am Ende kann sogar, und dann schotten sie sich noch ab. Wo ist denn dann noch der Zugewinn, den sie haben wollen, dass der Westen überlegen ist, dass man dann überall redet, hier ist mehr Freiheit, ist mehr das, das geht alles kaputt. Die lassen die Russen ja gar nicht mehr über die Grenze rein. Die baltischen Länder schotten sich ab. Die unterdrücken alle ihre russischen Minderheiten.
da kann doch ein solches System wie das unsere gar nicht mehr groß punkten. Also mit dieser Sanktionspolitik verspielen die die Chance, wirklich diese Spaltung in den östlichen Bereich immer tiefer reinzubringen. Und sie haben einen mächtigen Gegner, das ist China. Ich will das nicht weiterführen, aber den nächsten Krieg bereiten die Amis ja schon vor. Die wollen ja gegen China. Das schaffen sie überhaupt nicht. Wir haben jetzt einen pessimistischen Ausblick gehört, ja. Todeskampf. Wir haben einen optimistischen Ausblick gehört. Russland ist sozusagen überlegen in der Gesellschafts- und Wirtschaftsform. Mhm. Also es könnte sein, kann ich nicht wirklich einschätzen, ob das ein Todeskampf ist. Aber ich glaube, dass die materiellen Grundlagen von Russland bessere sind als damals, die Sowjetunion hatte, weil eine höhere Produktivität ist und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass sie kapitulieren. Und ich glaube auch, dass das, was Robert oder Herr Fahle eben gerade gesagt hat, dass Putin versucht, sozusagen ein System oder eine Gesellschaft aufzubauen, wo Leute freiwillig drin leben wollen. Genau, dass sie sich, und ich habe ja vorgestern, glaube ich, eine Sendung gesehen. Ich zapp da manchmal durch. Normalerweise gucke ich die Leitmedien gar nicht, weil mir kocht dann immer das Blut. Also ich kriege dann immer Bluthochdruck. Aber dort ging es darum, dass es eine Spezialabteilung der Polizei in Bachmut gibt, die eben versucht, die Leute davon zu überzeugen, Bachmut zu verlassen. Also eine ukrainische Spezialeinheit. Ja, eine ukrainische Spezialpolizeieinheit. Die sahen jetzt nicht sonderlich martialisch aus. Ja. Der hat gesagt, die machen das auch mit Gesprächen und so weiter und sie wollen die Leute davon überzeugen, Bachmut zu verlassen. Und die wollen aber nicht gehen. Und jetzt haben sie, die Begründung war natürlich von denen, dass die sagen, okay, ich habe hier Eigentum und deswegen will ich hier nicht weg und so weiter und so fort. Also aus meiner Sicht ist die Begründung, warum die Leute, die jetzt noch da sind im Bachmut, warum die nicht gehen, die warten einfach auf ihre Befreier. Ob wir das jetzt so sehen oder nicht, dass da die Leute befreit werden, das ist vollkommen egal. Wichtig ist, wie die das sehen. Wenn die sagen, okay, wir warten jetzt darauf, dass wir das bekommen, was wir wollten, ne? Nachdem man uns verboten hat, Russisch zu sprechen in der Öffentlichkeit, nachdem man uns die Opposition, es geht ja nicht nur um die Opposition, es geht ja auch um alle Medien, kritische Medien, die sind ja komplett alles verboten. Völlig ist alles verboten und das ist natürlich ein absolutes, um nochmal auf das Thema von vorhin zu kommen, ist natürlich ein klares Zeichen für Faschismus, das ist vollkommen klar. Und ich habe heute, wenn ich mit einem Taxi gefahren heute früh, und das war ein Ukrainer, aber es war ein Ukrainer, der dieses Regime in Kiew also sehr, sehr hasst förmlich. Zwei seiner Großmütter sind gestorben. Einer seiner besten Freunde ist in Odessa gestorben, als dort dieses Gewerkschaftshaus angezündet wurde. Und er hat gesagt, gestern Abend, natürlich in gebrochenem Deutsch, gestern Abend, als sie hier Slava Ukrainer gerufen haben, genau das Gleiche haben die Vorfahren gerufen, als sie 100.000 Juden und 100.000 Polen über den Jordan geschickt haben. Ne? Und sagt er, ich kann mit dem gar nichts anfangen. Mhm. Ich glaube nicht. Ich tendiere eher dahin, was Herr Fahle gesagt hat, dass die Russen aus meiner Sicht immer produktiver werden, immer stärker werden. Die haben also eine Wirtschaftsproduktionssteigerung im letzten Jahr gehabt. Die verkaufen ihre Rohstoffe im Moment für ein Vielfaches von dem, wie sie es dem Westen verkauft haben. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, eine multipolare Welt geben. Und das ist ja das, wogegen sich die USA so wehren und dieser kollektive Westen sich wehrt. Das ist eben, dass der Hegemon plötzlich seine Alleinmacht verliert. Dass er sozusagen nicht mehr der Herrscher auf allen Meeren ist. Das ist ja ganz typisch für die USA gewesen, dass sie sozusagen Herrscher auf allen Meeren waren. Da machen ihm zum Beispiel die Chinesen das ein bisschen streitig. Die haben eine größere Flotte als die Amerikaner. Und das bauen sich sozusagen mehrere Machtzentren auf. Da haben wir einmal die USA mit Europa, dann haben wir Russland, die BRICS-Staaten unten, dann natürlich China, die also einen nicht unerheblichen Teil in Afrika investiert haben und deswegen dort zumindest gute Geschäftskontakte haben. Also das
das ist das, was die USA nicht will, sozusagen, dass die Absatzmärkte einfach auch letztendlich jetzt aufgeteilt werden unter vielen. Sie haben jetzt sehr schöne tröstliche Zukunftsvision. Ich kann sie leider nicht teilen. In einem Krieg, wie wir ihn gegenwärtig haben, entscheiden nicht die besseren Argumente, sondern die überlegenen Waffen. Das ist nun mal leider so. Und von der multipolaren Welt ist momentan wenig zu spüren. Ich sehe wie im Kalten Krieg eben den Imperialismus in der Offensive. Und nochmal, wer beispielsweise die Azov-Brigaden, also die bekannt faschistischen Brigaden, unterstützt mit Waffen, der kann kein Demokrat und er kann auch nicht links sein. Da möchte ich wirklich noch mal auf die Rechts-Links-Verwirrung hinweisen. Mein Freund Fritz-Erik Höfels hat hierzu ein grundlegendes Buch geschrieben, die Rechts-Links-Verwirrung, auch im Ahrimann Verlag. Das ist das politische ABC. Wenn man dieses politische ABC nicht beherrscht, dann kann man halt auch nicht lesen. Das ist wirklich sehr, sehr grundsätzlich, weil sonst geht das Ganze in eine falsche Richtung. China wird Russland so wenig den USA so wenig Widerstand leisten können wie Russland. Das hat ein Rüstungsbudget von Saudi-Arabien. Also das ist ja im Grunde genommen lächerlich. Und da habe ich aber noch einen Einwand. Wir könnten jetzt noch eine Stunde diskutieren. Ja. Wir haben schon eine Stunde. Wir können es nicht ausdiskutieren. Auch die Links-Rechts-Frage. Ich würde sagen, die Kategorien Links-Rechts sind überholt. Aber wir diskutieren an der Stelle nicht weiter. Ich sage herzlichen Dank an die Diskutanten hier am Tresen sozusagen. Ich hoffe, Sie als Zuschauer können eine Menge mitnehmen, um die Fragen in Ihrem Bekanntenkreis weiter zu besprechen. Dieses Thema Krieg und Frieden, Dritter Weltkrieg, Atomkrieg wird uns bei Kompakt TV weiter beschäftigen. Also bleiben Sie dran, es wird sicher eine Fortsetzung geben. Kompakt der Tag rüttelt das Volk auf. Stehen wir für unsere Freiheit ein. Wir sind das neue deutsche Fernsehen. Wir zählen auf eure Unterstützung. Das geheime Deutschland wächst hier. Wir sind die Gemeinschaft der Standhaften. Werde auch du ein Teil davon. Kompakt der Tag sendet die Nachrichten, die das Regime verbieten will.